Ja, hallo Freunde, es geht hier um die Scheinwerfer. Lampe kaputt, ja, heißt, man muss diesen ganzen ausbauen. Ich zeige euch das gleich nochmal an dem anderen, da vorne. Und dann muss man die einbauen. Wer sich das ausgedacht hat, dass man da nicht einfach dran kann, um die auszusetzen, auszumachen, ist ziemlich scheiße. Wie ich das jetzt mache, das seht ihr dann gleich hier nach dem Intro. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen. Ja, hallo Leute, in unserem Rudi muss ich jetzt mal vorne das Scheinwerferlicht wechseln. Nicht so einfach, weil so ohne weiteres kommst du da nicht dran. Da muss ich hin. So sieht das hier aus. Da kann man nicht durchgreifen, da auch nicht. Andere Seite. Sieht da schon ein bisschen besser aus. Ja. An diesen Noppel muss ich dran, aber ich muss auf die andere Seite. So, wie ich das jetzt mache, zeige ich euch gleich. So, dazu muss ich jetzt hier die Schraube und diese Schraube lösen. Das funktioniert mal wieder mit so einem. Dafür kann man sehen, der passt da rein. So, da ist der Assistent Via, der hilft jetzt, ja, und die übernimmt jetzt die Kamera. So. So. So, hier musst du draufhalten, dass ich das hier abschrauben kann. Das sollte man auch sehen, ja. So. 1. Und jetzt hier oben. So. So, raus ist. Ja, so, ganz schön verrottet. Mhm. Gut. So, jetzt muss man den hier so leicht nach vorne. Jetzt kann man den so rausziehen. Ich lege den mal dahin. Und jetzt kann man das hier so abmachen. Einmal, zweimal. Und so, da ist der. Da ist die blöde Lampe. So, jetzt die hier kann man. Wie geht das? Erstmal die Elektrik abmachen. Zack. Am besten da, wo sie nicht stört, hinkriegen. Ja. Hier wegmachen. Für den Imbus alles schwierig. Einfach ist das nicht. Aufmachen hier. Patsch! Hier ist es. Naja, mal gucken, wie ich das gleich wieder dran kriege. Am besten erstmal weglegen. So. Hier ist diese blöde Lampe. Das war dahin. So. Das sieht nicht so aus, als wenn die da reinpassen würde. Aber großer Unterschied, ne? Ja. Ziemlich scheiße. Also das, was ich habe, passt nicht. Also werde ich jetzt was Neues besorgen. Ja, auf ins Geschäft und neu. Dann bis später. Wir machen jetzt hier weiter, weil gerade beim großen A-Autohändler hier in der Nähe. So, jetzt erstmal den rausnehmen. Umdrehen, ganz vorsichtig.
Da müssen wir auch gleich mal reinfilmen, dass man sieht, wie das da drin aussieht. So. Einmal so. Da ist der. Drin ist. Und dann ganz vorsichtig da wieder reinmachen. So, und jetzt kommt das Schwierigste, was uns gerade entgegengeflogen ist. Das war dieses Gerät. So, dass der da schön feste ist. So. Und dann wird der hier runter gedrückt und dann da rein. Kabel entwirren. So, so. Dass alles schön ist. Und so ist der da jetzt raus. So, na gut, das kann man dann ein bisschen so machen. Zack. Zack. Und eins fertig. So. So, und jetzt hängen wir das Ganze hier wieder ein. Da ist der Einschub. Den sieht man hier. Da und da. Das kommt da rein. Vorsichtig aufsetzen, drunter wibbeln. So. Anmachen. So, Funktionstest. Jo. Strahlt. Jetzt wird das Ganze wieder zusammengeschraubt. Nach fest kommt ab, also fest. So, zweite Schraube dran. Magst du jetzt die zweite Lampe? Ja, selbstverständlich. Ich kann ja nicht mit einer Lampe. So, eins, zwei, drei, fertig. So, das ist alles kein Hexenwerk. Nur wer sowas konstruiert hat, der gehört echt auf die Strafbank. Sowas geht mit Sicherheit auch einfacher. Wir hoffen, euch hat es gefallen und gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch mal den Kanal abonnieren, wir würden uns darüber freuen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen.